Ich bin in Moskau geboren. Aber ich kann mich an nichts aus dieser Zeit erinnern. Die alte Welt wurde in den Flammen des nuklearen Feuers vernichtet, als ich noch ein Kind war. Zusammen mit 40.000 anderen rettete ich mich in die Metrostationen, tief unter der Stadt. Seitdem sind 20 Jahre vergangen. Und der Aufstieg in die Umarmung eines endlosen Winters ist nur wenigen tapferen Seelen vorbehalten. Die Metro wurde zu unserer Heimat. Und zur Festung gegen die albtraumhaften Mutanten der Tunnels. Wir hatten jedoch nie die Hoffnung aufgegeben, an die Oberfläche zu kommen. Doch eines Tages tauchte eine neue Bedrohung auf. Und so fanden wir uns in einem Krieg wieder, der unsere Existenz bedrohte. Der Tunnel wurde kälter. Mila und ich waren nun knapp unter der Oberfläche. Schon bald würden wir in den heulenden Wind klettern, um uns einen Weg... Hey, Artyom, als du deine Heimatstation verlassen hast, hast du da jemals gedacht, dass wir an einem solchen Ort landen würden? Nicht wissend, ob wir dabei sind, unsere Welt zu retten oder sie direkt in die Hölle zu schicken? Wir müssen durch den Außenposten, um die Oberfläche zu erreichen. Die Scheiße geht dir ständig kaputt. Öffne das Tor mit dem manuellen Hilfssystem. Artyom, schau in diesen Kisten nach Moon und Medipacks. Bereit, Artyom? Mir nach. Anscheinend kann er zu Hause. Bevor wir an die Oberfläche gehen, musst du die Gasmaske anlegen. Ohne sie bist du wie ein Fisch auf dem Tunnel. Wir sind fast da. Dies ist das Korolev-Theater. Es ist ganz nah am Tor. Lade deine Waffe. Da kommen sie. Versuchen wir es mal mit Sie. Artyom, lass uns gemeinsam ziehen. Bereit? Zieh! Und erledigt! Raus hier! Und hier ist es, Artyom. Unser Ziel. Kommen! Ulma, bitte kommen! Ende! Ich höre Sie laut und deutlich. Wir sind am Turm. Ich wiederhole.
Wir sind am Turm. Ist die Gruppe aufgerückt? Ende. Bestätigt. Wir haben Kontakt. Sie sollten jetzt in der Nähe des Turms sein. Ende. Verstanden. Wir kontaktieren Sie wieder, wenn wir oben auf dem Turm sind. Holen uns einen Überblick dort. Ende. Bin froh, Sie zu sehen, Oberst. Haben Sie das gehört? Hören Sie! Was zum Teufel ist das? Bildet einen Kreis. Ruhig bleiben. Achtet auf eure Kette. Anscheinend wird es härter als in der Bibliothek. Das Leben war nie leicht in den Tunnels, aber es war unsere Heimat. Die Routine, jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, das war tröstend. Aber seit die Angriffe der Mutanten eskalierten, wurde die Station von Furcht beherrscht. Ich war gerade erst 20 geworden und hätte mir nie vorstellen können, was nach dem Morgen... Artyom, endlich wach, wie ich sehe. Hunter kommt hierher. Er müsste Neuigkeiten von den anderen Stationen haben. Komm!